Mensch, bin ich urlaubsreif, werden jetzt ganz, ganz viele sagen und vielleicht diesen Ort so ein kleines bisschen assoziieren mit dem, was sie mal erlebt haben. Aber dass man sowas auch zu Hause haben kann, ja, das werden wir euch heute mal zeigen, denn wir sind in einer Musterausstellung von Aquasar im Saarland und hier kann man ganz viele Dinge im Einsatz sehen, die man normalerweise nur im Ladengeschäft irgendwie in der Ausstellung betrachten kann. Und der Thorsten Volz, der ist bei mir. Hallo. Es könnte auch irgendwo an der Mosel jetzt sein, in einer Veranda mit Blick auf den See. Zwischen den Reben. Zwischen den Reben. Das ist das Lagerfeuer. Es brennt. Hier haben wir von Stern eine ganz tolle Sitzgruppe im Einsatz. Und wenn man hier sitzt und auf das Meer hinausblickt, Thorsten, dann fragt man sich doch, warum man am Donnerstag, den 10. Juni 2021, überhaupt noch zur Arbeit geht. Ja, der Tag ist schon etwas weiter, die Sonne steht genau richtig. Ich bin jetzt gerade richtig am Runterfahren, also ob mich heute nochmal die Firma sieht, ich weiß es noch nicht, ich kann es noch nicht sagen. Man weiß es nicht, das ist so, aber ich zeige es mal gerade. Das ist Stern, du sitzt gerade auf einem Produkt, was wir schon des Öfteren mal gezeigt haben, hier mal im Live-Einsatz. Oben drüber war jetzt eine Abdeckung, die hatte man binnen ein, zwei Minuten runtergemacht. Das Ganze ist aber komplett, ich sag mal, geschützt, wenn es mal ein bisschen regnet, das macht ihm gar nichts. Nee, das macht überhaupt nichts aus, man hat hier einen Outdoor-Stoff, der hier benutzt wird. Und da ist es so, an den Nähten ist der Faden so verarbeitet, dass er aufquillt, sodass kein Wasser rein kann. Das heißt also, ein leichter Regen macht gar nichts. Dann klopft man das im Prinzip einfach ab. Und wenn es mal einen Platzregen geben würde, dann wird das direkt nach unten abdrainagiert. Ist gar kein Thema. Und wie du siehst, kann man das ganz individuell, diese Sitzgruppe, zusammenstellen. So sieht das aus. Also man kann die Farben zusammenstellen, da hilft hier natürlich ein bisschen. Jetzt ist das hier mit dem Grau, dem Grün und dem Helleren dem natürlich geschuldet, dass ihr diverse Kombinationen auch mal zeigt in Verbindung mit der Umgebung. Also wenn du dich mal hier umschaust, du hast hier Rosttöne. Also das ist hier zum Beispiel Cortenstahl. Genau, Cortenstahl, ein spezieller Stahl. Der ist so, der bleibt doch so, oder? Ja, also der rostet nicht weiter, legt diese Patina an und dann war es das gewesen. Und das zeigen wir halt ganz bedingt bei uns im Laden. Hier kann man das viel besser sehen, wie das sich dann entsprechend entwickelt. Ja, man sieht es eigentlich ganz gut. Hier vorne steht Ruhe und Frieden drauf. Das, was man hier hat. Und der Cortenstahl ist dann wiederum fortgesetzt in Lampen, die da sind. Also alles das kann man entweder bei euch kaufen oder ihr könnt die Anlage vermitteln. Ja, also das kann man bei uns kaufen. Das wird entsprechend auch geplant. Es gibt auch Sonderanfertigungen. Bei Stahl geht fast alles, ja. So, jetzt habt ihr ja hier natürlich ein Publikum, wenn man das alles auf einmal haben möchte, dann kann man hier richtig investieren. Deswegen ist das hier natürlich für ausgewählte Leute, die das ganzheitlich auch mal gebaut haben möchten. Davon gibt es immer mehr. Ja, also es ist so, die Leute überlegen, was kann ich, wie kann ich mir es zu Hause noch schöner machen, gerade in der jetzigen Situation, wo wir so alle sind. Man kann vielleicht nicht da an seinen Lieblingsort in Urlaub reisen, wo man möchte. Und dann macht man es sich zu Hause schön und da unterstützen wir sehr gerne mit verschiedenen Gartenkonzepten und das Equipment für rein, das gibt es bei uns ja. Ja, fängt an mit diesem schönen, mit dieser schönen Feuerstelle, die natürlich den Herbst und den Frühling ein bisschen früher und etwas später beginnen lässt? Ja, natürlich. Also man kann natürlich auch nicht so ordentlich, wie ich da gesessen habe. Man kann natürlich auch hingehen und legt sich einfach mal. So werden die Füße nicht kalt, ja, also es ist so, dass man die Übergangszeit nutzen kann, es muss nicht immer ein Elektrostrahler sein, man kann das Feuer dazu wunderbar nutzen. So ist das ja, diese Überdachung, auch die liefert ihr auf Wunsch? Ja, natürlich, die ist jetzt maßgefertigt hier und da arbeiten wir mit Unternehmen zusammen, die sowas bauen. Ja, die ist jetzt aged, das bedeutet, sie ist noch gar nicht so alt, aber viele Kunden möchten gerne diesen Used Look haben, dass es nicht ganz neu ist. Auch da habt ihr ein Herz für? Ja, natürlich, klar. Also Vintage-Look und vor allen Dingen dieses Cortenstahl, das ist momentan absolut ein Trend. Und es kommt halt richtig gut, wenn man dann im Background den grünen Rasen und so weiter sieht. Die Weinreben, die hier jetzt
wachsen, dann gibt das Ganze halt entsprechend ein Bild. Wenn man sich das jetzt so anschaut, das kann man ja so gar nicht im Ladenlokal darstellen. So, hier sieht man, der Rasen, der ist echt? Der ist echt, natürlich, ja. Wir haben von Stiel da ein Mähschaf hinten in der Ecke stehen. Zeigen wir mal gerade. Ja. Auch das habt ihr am Angebot, das verkauft ihr. Hier vorne ist ein Koi-Teich, der ist angelegt für die Katze. Habt ihr eine Abdeckung drauf gemacht? Genau, damit die Katze und der Fischreiher nicht so viel Spaß haben. Ja. Und aber die sind teilweise so groß, da hat auch die Katze keinen Spaß mehr. Hier kommt U92 an, hier ist U91. Das sind schon ein paar größere Fischchen. Die man aber auch, ich sag mal, falls mal ein Kind oder irgendwas ist, macht ja Sinn, der hat schon eine gewisse Tiefe. Das ist euer Mähschaf. Ja, das ist der elektrische Mähroboter von Stiel und der ist genau auf die Größe des Gartens abgestimmt. Und aber da braucht sich unser Kunde keinen Gedanken zu machen. Wir planen den richtigen Mähroboter für die richtige Anwendung. Cortenstahl mal wieder im Einsatz hier als Raumtrenner zum Nachbarn? Ja, klar. Also wir haben hier Steinstähle und dazwischen ist dann dieser Cortenstahl gefasst. Man kann auch statt den Steinstählen kann man das Ganze auch mit Pfosten machen, ganz individuell. Und die anderen Sachen, wie zum Beispiel diesen Auszug hier, den habt ihr ordentlich versteckt in Ecken, wo man es nicht so gut sieht. Aber es muss ja auch vorhanden sein. Das heißt, auch die Haustechnik ist da? Genau, also irgendwo muss die Haustechnik ja hin. Aber sie ist nett und fein zugänglich und auch nicht direkt präsent im Mittelpunkt des Geschehens. Da sieht man diese Körbe, die wunderschönen Blumen, die da sind. Das ist zum Beispiel auch Cortenstahl, ein Pflanzgefäß? Ja, das ist ein Pflanzgefäß, was angefertigt wurde, speziell für diesen Baum. Ich komme jetzt gerade drauf, was es für einer ist. Also liegt mir auf der Zunge. Das ist eine Ahornfichte. Ah, eine Ahornfichte. Okay, wenn du das sagst, dann ist das. Nee, es ist wahrscheinlich nicht, aber es gibt sie überhaupt. Wahrscheinlich auch nicht. Aber es gibt ganz moderne Apps, da gibst du einfach nur das Blatt ein und dann sagt die dir, was das ist. Genau. Ja, und wie gesagt, damit die entsprechend wurzeln kann, wurde das angefertigt. So, das ist der Platz, wo wir gerade eben saßen, aber das Besondere ist unten der Strand, der angelegt wurde. Ja. Wir sind ja hier jetzt in einem Bereich drin, wo man wirklich mal alles zeigen kann mit Blick auf den See, der hier da ist. Es ist tatsächlich im Saarland, das hier ist schon fast ein Postkartenmotiv. Schau mal durch die Kamera bitte. Ja, oh, ja, natürlich. Ja, also das hat schon was, ja. So, dann natürlich die Blumen, heißt aber auch Pflege. Das heißt hier tägliche Pflege. Der Rasenroboter macht natürlich den Rasen, aber es ist einiges zu tun. Man muss hier schneiden, man muss gucken, dass das Unkraut nicht immer da ist. So eine Gartenarbeit, das ist nicht ganz so einfach. Ja, also es sind jetzt hier Pflanzen gewählt worden, die halt jetzt nicht jeden Tag die komplette Liebe brauchen. Es ist vom Handling her noch entsprechend zu machen. Das hängt von jedem ab. Es gibt dann Bepflanzungspläne, da spricht man mit seinen Gärtner, was man haben möchte und wie viel Zeit man in seinen Garten investieren möchte. Und dann bekommt man das Ganze. So, ich zeige mal gerade was ganz, ganz Besonderes, was wir hier haben. Wir haben einmal hier eine ganz tolle Veranda, die da ist. Aber das ist noch nicht alles. Die Veranda steht auf einem Schienensystem, das zeige ich mal gerade hier unten, auf dem sich bis zu 30 Personen befinden können. Genau. Und was darunter ist, Thorsten, da würde ich dich mal bitten, dass du das mal gerade freilegst, dass wir das mal zeigen. Das ist was ganz Besonderes. Wir haben nämlich... Na, ich will es noch nicht verraten. Also hier ist die Veranda und die schiebt sich jetzt weg. Ich zeige es mal gerade. Und darunter verbirgt sich dann ein Swim-Spa, der mit Gegenstromanlage und allem Pipapo ausgestattet ist. Und dieses System erlaubt es natürlich, dass man auch im Winter mal eben schwimmen kann, Aquagymnastik machen kann und den Platz natürlich nicht verschwendet, falls man denn doch eine kleine Party hat und die Abdeckung natürlich hier in dem Bereich benutzen kann, wo sie am sinnvollsten ist. Ja, das ist jetzt, das nenne ich ja mal einen Pool, Thorsten. Das heißt, der ist beheizt, 27 Grad? Die hat derzeit 27 Grad, also hat er eben noch gehabt. Gefühlt waren es irgendwie so um die 30 Grad beim Sporteln hier drin. Das ist ein sogenannter Swim-Spa. Er hat eine Gegenstromanlage, er hat zwei Liegen, wo ich auch nochmal nach der sportlichen Aktivität mich etwas entspannen kann. Und wie du siehst, ist der wunderbar in die Landschaft integriert. Man hat hier, wie gesagt, seine Terrasse, die dann zur Seite fährt. So, das ist eine ganz tolle Erfindung. Man müsste sie erfinden, wenn es noch nicht erfunden worden wäre. Das ist eine Schaukel. Genau, das ist eine sogenannte Schaukel. Entschuldigung. Okay, super Moderation. Man kann damit schaukeln und man kann darin relaxen. Genau. Mach mal, so dass wir das mal zeigen. Jetzt, wo wir uns so lustig gemacht haben über die Schaukel.
Ja, aber man sitzt auch wirklich super, super drin. Man hat entsprechenden Schattenschutz. Also das ist ganz, ganz fantastisch, wenn man gerade vorhin gefahren hat. Man kann das Panorama genießen. Genau an der richtigen Stelle. Krass, oder mit dem Blick hier, guck mal. Ja. Ah, sag mal, ist das nicht ab und zu mal, kommt ja schon mal mit Kunden her, dass du dich selber dabei ertappst mit so einem kleinen Gläschen Rosé, dass man dann doch eher mal ein Taxi ruft, statt selber zurückzufahren? Ja, die Gefahr ist groß und die Versuchung ist sehr nah. So, aber wenn man natürlich was getrunken hat, dann ist so der subjektive Eindruck des Alkohols natürlich umso größer, wenn man nichts isst. Dazu kommen wir gleich. Da habt ihr natürlich für Speis und Trank bestens gesorgt. Das ist ein weiterer Whirlpool, sag mal bitte. Genau, das ist ein, der ist, glaube ich, momentan nicht aktiv. Ich muss gerade schauen. Jetzt schauen wir kurz rein. Aber nur mal so zum Gucken. Dimension One Amore Bay. Ein Dimension One Amore Bay, der ist also nicht aktiv. Der wird jetzt gerade befüllt. Ja. Aktuell, ja, ist auch so, dass das ist ja oft so eine Sache wie Übergangszeiten und Winter ist Whirlpool und der Swim-Spa, der ist dann im Sommer. Nee, der ist das ganze Jahr. Also du hast ja gesehen, man drückt auf den Knopf unter diesem. Nein, ich meine, der Whirlpool ist ja heißer. So, ja, wenn es jetzt sehr heiß draußen ist, so, dann will man vielleicht nicht bei 38 genau. Grad im Whirlpool gehen. Die könnte man ja runterregeln, die Temperatur. Das ist richtig, da nutzt man eher zum Relaxen und zum Abkühlen den Swim-Spa. Ja. So, hier sieht man auch diverse Mauern, die hier verbaut worden sind. Auch das sind Demo-Mauern, die ihr anlegen könnt. Jawohl. Das ist hier optimal gelöst. Was denkst du? Ja, also optisch ist, entspricht das oder trifft das den Zahn der Zeit und sehr viele unserer Kunden nehmen sich viele Anregungen mit, die jetzt ihren Garten planen und kommen dann natürlich zu uns und dann geht es dann um Bestuhlung, um wie wird der Swim-Spa denn eingelassen und wie wird das Ganze gestaltet und da stehen wir gerne mit Rat und Tat dann immer zur Verfügung. Ja, ein besonders schöner Ort sind Bänke. Hier haben wir eine ganz besondere Bank. Es ist ein Naturmaterial. Dem versteht hier noch der Kaffee, siehst du hier. Da war nämlich gerade eben jemand da. Das ist in der Kombination natürlich gigantisch, oder? Ja, natürlich. Und wieder der Blick, wenn man es sich. Setz dich mal hin. Ja, also es ist schon Seele baumen lassen. Ja. Gibt Schlimmeres, oder? Ja, klar, es gibt Schlimmeres. Und das alles während Arbeitszeit. So, wir dürfen das aber ganz offiziell, steh mal auf bitte. Ja. Scheuch. Komm mal mit. Wir zeigen mal gerade, denn das Thema Aquasar ist ja auch das Thema Grillen, ja, Schmausen, Schwenken. Hier hat man ganz viele verschiedene tolle Dinge, die in der Kombination natürlich richtig klasse sind. Ein ganz großer Smoker von Weber, aber nicht irgendeiner. Nein, das ist sogar ein Smoke Pellet Grill. Also ich kann mit ihm auch smoken, klar. Das ist der EX6, der derzeit größte von Weber. Und die Kurzfassung ist, es ist der moderne Thermomix für den Barbecue. Also ich drücke einfach auf meinen Knopf und die App sagt, was muss ich machen, wann muss ich das Fleisch drehen und so weiter. Und wenn das Fleisch fertig ist, hört der von alleine auf. Was? Bitte mal öffnen. Der ist wahrscheinlich nicht gereinigt, aber das spielt keine Rolle, ja, denn ihr prüft ja auch das Ganze. Das ist ein Pellet. Ja, das ist ein Pellet-Grill. Wie gesagt, der geht bis 315 Grad. Also da kann ich ein Steak machen, da kann ich eine Pizza machen. Also nicht nur reine Low- und Slow-Geschichten. Und wir sind jetzt gerade machen hier gerade eine Grundreinigung für die Roste. Ja. So, und wenn man mal so richtig schön Lust hat auf was zu trinken, da gibt es natürlich auch ganz tolle Gerichte, da könnt ihr beraten, aber ihr habt auch alles da. Also ihr habt natürlich auch von Weber das ganze Zubehör da und ihr habt auch Geschirr. Ja, natürlich haben wir auch. Weber-Geschirr haben wir und die komplette Bandbreite von Weber natürlich, so. Napoleon auch und so weiter. Ja. Was ist das hier neben? Das ist ein Kamado-Grill, ein sogenannter Monolith, oder der Hersteller heißt Monolith. Den haben wir jetzt relativ neu an Bord das ist natürlich halt hier haben wir irgendwo um die 50 Kilo, was so ein Kamado-Grill, das ist ein keramisches Grillen, nennt man das Ganze. Und das Ganze ausgestattet mit einem fahrbaren Tisch. Und das ist natürlich dann in dem Bereich Low und Slow, der High End, also besser geht's nicht mehr. Kannst du mal Deutsch reden? Low und Slow? Also langsam und bei niedrige Temperatur und ganz langsam garen. Also wenn ich jetzt hier ein als Beispiel der Klassiker ein Pulled Pork drauf mache, dann wird hier einmal die Holzkohle gezündet und er wird dann einreguliert und auf seine 100, 110 Grad. Und so nach ca. 14 Stunden habe ich ein perfektes Pulled Pork. Und das heißt auf Deutsch Low und Slow? Ja, das heißt auf Deutsch langsam und niedrig garen. Ja, genau. Okay, Low und Slow. Ja. So, jetzt fällt ja Müll an.
dann hat man hier diesen stylischen Mülleimer. Das ist ja wohl der Hammer. Ja, das nennt man Mülleimer in schön. Ein Spaceboy. Genau. Wo der da ist. Dann, das hier ist wieder Außenbereich. Da habt ihr euch was ganz anderes einfallen lassen. Was ist das? Ja, das ist ein indischer Granit, eine ganz seltene Platte. Die hat so einen leichten Schimmer entsprechend auf dem Edelstahlfuß. Hat von der Maße her, glaube ich, 2,40 Meter mal einen Meter oder 2,50 Meter. Und das Ganze ist dann mit Four Seasons Geflechtstühlen ausgestattet. Ja, Four Seasons, auch einer der großen Anbieter, die ihr habt. Was habt ihr alles an außen? Ihr habt Stern? Wir haben Stern, wir haben Four Seasons, wir haben Sienna Garden, wir haben Kettler ganz neu dieses Jahr reinbekommen. Und Sonnenpartner, was die Strandkörper angeht. Ja, so einige. Ja. Kettler baut ja im Moment gerade im Saarland ganz groß, also in Kleinmittersdorf. Ein großes Werk wird gebaut und hier sieht man noch einen weiteren Lieferanten. Das ist eine richtig große Autoküche, als ob die beiden Grills da draußen nicht langen würden. Aber nein, das hier ist ja zum Zeigen, was geht. Ja, genau. Also man braucht ja verschiedene Grills. Also man braucht durchschnittlich 4 Grills, um glücklich zu werden. Also braucht man die? Ja, die braucht man unbedingt, sonst geht das nicht. Und es ist so, dass man jetzt hier einen Gasgrill hat, mit dem ich im Sisselbereich hier meine Sisselzone. Im was? Also wenn ich was stark und scharf angrillen möchte, habe ich dann hier meinen separaten Bereich, wo ich dann meine Sisselzone habe. 30 Sekunden 980 Grad Hitze. Generell. 30 Sekunden? 30 Sekunden 980 Grad in Abhängigkeit von Luftdruck, Luftfeuchte und Dichte. Aber ansonsten schaffe ich das. Und hier Sissel, also grill ich mein Steak an von beiden Seiten und ziehe es dann nachher im Bereich hier entsprechend gar. So, das ist der Napoleon. Das ist der Napoleon, genau. Das ist, der leuchtet sogar, wenn man ihn anmacht, gell? Habe ich mal gesehen. Ja, aber ist jetzt man, nicht sieht an. Es, man sieht es jetzt nicht so gut. Die ganze, also man sieht das so ein bisschen. Wenn ich jetzt, man sieht, jetzt ändert sich die Farbe, dann weiß man, ich habe hier jetzt einen Brenner am Brennen. Ja. Okay, verstanden. So, jetzt kommt es ja noch besser. Der integrierte Kühlschrank Outdoor. Ja, das ist der Caso, den wir auch führen. Da führen wir auch diverse Tri-Ager. Und der ist hier integriert. Einer der wenigen Außenkühlschränke, die auch funktionieren. Wie auch diese. Zeig mal bitte, dort. Die Fächer, gell? Das ist hier ganz normales Glaslager, was ich vorziehen kann. Und hier habe ich diverse Schubladen. Und der Korpus, auch das bekommt man von uns, das ist frei geplant. Der Korpus hat jetzt hier die Besonderheit, dass er mit Glas und mit LED ausgestattet ist. Nur jetzt mit den Lichtverhältnissen sieht man das halt nicht so. Ja, wir stehen nicht im Freien hier, sondern wir haben eine Terrassenüberdachung. Es fühlt sich aber an wie im Freien. Ja, natürlich. Wir haben hier einen kalten Wintergarten, sogenannter. Das ist die Terrado von Kleiber. Da kann ich dann entsprechend Beschattung vorfahren. Ich kann natürlich auch hier senkrecht Beschattung zumachen, sodass ich etwas geschützt bin. Und das ist dann so für die Übergangszeit halt ganz praktisch. Ja, hier ist die Heizung, ein Schwarzstrahler oder was ist das für ein? Ja, das ist quasi ein Dunkelstrahler. Man sieht kaum noch ein Licht, was hier rausgeht. Der hat 3200 Watt, völlig ausreichend, um hier in der kalten Jahreszeit den Tisch zu heizen, sodass die Leute nicht kalt bekommen. Oh, sehr schön. Komm, wir zeigen das mal gerade. Das ist der ist von Heatscope. Da haben wir schon mal einen Film drüber gemacht, aber hier mal im echten Einsatz. Das hilft dir natürlich schon enorm. Also wenn du Leute hast, die, ich sag mal, so ein Gesamtensemble einfach mal erleben möchten, was geht, hier mal herzukommen, da geht vielen das Licht auf, oder? Ja, natürlich. Das macht dann so Klingen. Ah, das kann man noch und jenes kann man noch. Und es ist ganz praktisch, wenn man das einfach mal so sieht. Und man muss das nicht so plastisch aus irgendeinem Prospekt oder in der Ausstellung den Stuhl hin und her schieben, bis man sich das vorstellen kann. Wenn man es hier zeigen kann, ist das schon einfacher, ja. Gut, das heißt aber auch hier, das war die Arbeit jetzt von Architekten, von Landschaftsbauern, von euch. Ein richtig tolles Ensemble. Ihr könnt das mitvermitteln. Das heißt, ihr habt die Spezialisten, wenn ich jetzt, ich sag mal, alles so aus einer Hand geplant haben möchte, da könnt ihr zumindest helfen, oder? Ja, also wir haben entsprechende Landschaftsgärtner, Gartenlandschaftsbauer und auch entsprechende Landschaftsarchitekten, die, wenn sie denn Zeit haben, gerne für unsere Kunden zur Verfügung stehen. Ja, was noch viel besser ist, ist natürlich der Strandbereich, denn am Wasser fühlt man die Kühle mit einer ganz anderen Intensität. Da streicht so das Wasser über diesen kleinen See und scheucht dir so die Kühle so ein bisschen rein. Wenn du mal gerade so liebes Bescheid gibst, ja, dass wir mal diesen Wasserfall mal zünden, denn das ist was ganz Besonderes. Wir haben also hier einen Naturwasserfall. Ja, also
Der Wasserfall wird jetzt in wenigen Minuten seinen Job hier machen. Und es ist so, dass er dann natürlich so einem Ambiente auch nochmal deutlich beiträgt, wenn das so ein bisschen plätschert und die Kühle, die dann hier, wenn man unten sitzt, ankommt vom Wasser, das ist schon sehr, sehr angenehm. Ja, sehr fast sensationell. Überall sieht man jetzt nicht. Besonders schön ist es, wenn es dunkel ist, hat man eine LED-Beleuchtung hier integriert. Die ist jetzt schon mal gezündet, aber im Moment scheint ja noch schön die Sonne. Ich gucke mal auf die Uhr, es ist kurz nach 4 haben wir im Moment. Und hier sieht man auch die Beleuchtung hier, dass man also nicht stürzt. Die Treppe ist da. Hier geht es dann runter an den See. Ein kleines Schlauchboot ist schon da. Und auf der rechten Hand etwas ganz Besonderes, nämlich eine Outdoor-Sauna. Ihr habt noch eine da? Ja, es ist nur eine derzeit auf Lager, eine Sauna. Man glaubt es kaum, in der heutigen Zeit. Ja, in der heutigen Zeit. Das Ganze hat ein Dach mit drauf, es hat einen Schornstein. Hier mit was wird hier beheizt? Hier haben wir einen klassischen holzbefeuerten Ofen. Holz? Holz. So, das heißt, der wird richtig angefeuert. Wie lange dauert das dann, bis die Sauna heiß ist? Ja gut, also der hat 26 bis 30 kW, was der kann. Also der kann mehr als gebraucht wird. Und er braucht so circa 40 Minuten, bis das Raumklima und die Thermik entsprechend aufgebaut ist. So, und jetzt könnte man theoretisch direkt von der Sauna in den See. Das ist hier zumindest mal so angedacht. Aber so vom Ensemble her ist natürlich für viele das ein Ritual. Das Holz wird angefeuert in 40 Minuten. Ist das nochmal eine andere Wärme mit dem Holz? Ja, also es ist Wohltun. Das ist die Strahlungswärme, die allein schon vom Ofen vorne, vom Feuer kommt. Man kann das Feuer sich anschauen währenddessen. Das ist schon sensationell. Stark. Was ist das für ein Hersteller? Das ist Spa Dealers, ist ein finnischer Hersteller. Und da sind wir froh, dass wir auch noch lagerfähig sind und das anbieten können. Mhm. Was bei Saunen momentan ja, wenn man heute eine Sauna bestellt, durchaus mal mindestens ein halbes Jahr bis Jahr warten muss aufgrund der Holzsituation. Ja, für alle, die einschalten, hier ist Thorsten Volz. Wir drehen heute am 10. Juni 2021 Aqua Sasa Louis. Das hier ist ein Demo-Gelände, was wir haben mit einem Wasserfall, mit einer, ich sag mal, ja, komm, er geht los. Komm, wir gucken uns das Ganze mal an. Ja, der Wasserfall ist wie gesagt auch nochmal beleuchtet. Das kommt natürlich beim Abend, wenn es anfängt zu dämmern, richtig gut rüber. Wenn die Wassersäule sich so ein bisschen einfärbt, das ist ganz toll. Und du wirst es gleich merken, so diese Feuchte, die dann so rüberkommt und der Lavendelduft, das ist schon sensationell. Ja, einige 100 Lavendelpflanzen wurden hier angepflanzt. Das Ganze richtig klasse. Ja, das war richtig, richtig, richtig Arbeit. Es gab viel Sonnenbrand bei den Pflanzen, dieser Lavendelpflanzen. Frisch gemacht, der Frosch ist schon da. Und hier sieht man auch was ganz Besonderes. Wenn man hier so kleine Mengen sieht im Arrangement, Sand, das sind keine 3 Säcke gewesen. Nein, es waren deutlich mehr Säcke. Ich habe es im Kopf, also mehrere Tonnen, also weiß jetzt 50, 60 Tonnen oder so waren das gewesen, die hier angelandet wurden. Und ja, das Ergebnis lässt sich zeigen. Wir haben hier natürlich auch ein paar Liegen. Auch die haben wir im Angebot von der Firma Sonnenpartner, Teak-Liegen. Wir haben einen tollen Glatzschirm, der dann halt, wenn die Sonne etwas zu viel prasselt, ein bisschen schützen kann. Und was natürlich in keinem Garten der Schwenker im Saarland fehlen darf, ist der Schwenker. Boah, ja, das ist genial. Ja, das gehört zur saarländischen Integration. Wenn man keinen Schwenker im Garten stehen hat, dann ist das blöd. Dann sagen die Nachbarn einem nimmer guten Tag und so. Ja, das ist was ganz Besonderes. Der Hersteller Edition Royale, ganz hochwertiger Hersteller, Edelstahl. Ja, ist aus Edelstahl und wir finden auch noch einen anderen Hersteller aus Ida Oberstein, die Firma Schneider, die da auch sehr, sehr prädestiniert und klassisch die klassischen Schwenker für uns macht. Dreibeine, Galgen und so weiter. Ist das ein guter Schwenker? Ja, natürlich, natürlich. Der Schwenker schwenkt. Lustig. So, ich guck mal gerade, hier vorne sieht man Holz. Das ist auch was ganz Besonderes, der Cortenstahl als Holzgefäß. Ja. Sehr, sehr schön, oder? Ja, kann ich kaskadieren, wenn ich mehrere brauche. Und die gibt es auch in verschiedenen Größen. Und wie gesagt, wieder nehmen wir das Thema Cortenstahl mit auf. So, last but not least, zeigen wir mal die, wie nennen wir das da noch? Ein Bootssteg? Ein Bootssteg, ja. Die aufblasbaren Bötchen, die gibt es natürlich auch bei uns. Die haben wir für Gag mit ins Portfolio mit aufgenommen. Und die Kajaks sind irgendwie momentan sehr, sehr, sehr stark gefragt. Ich weiß gar nicht, ob wir noch welche haben. Diese Bällchen, die leuchten dann natürlich in allen Farben. LED-Beleuchtung ist das Ganze. Und Bänder noch verlegt, hier habt ihr, die können einfach so liegen? Ja, ja, das sind für außen. Und wie gesagt, diese Ballone, die leuchten auch.
Ja, interessant ist auch hier im Saarland, es gibt Muscheln. Ja, natürlich. Wer das noch nicht wusste, also hier an diesem See ganz speziell gibt es sogar Venusmuscheln und so weiter. Gut. Aber auch Kakteen funktionieren ganz gut. So, hier ist der Steg. Wenn man sich hier hinsetzt, das werden wir gleich mal tun für die Abmoderation. Das ist nochmal ein Blick auf das Ensemble mit dem kleinen Tisch und der Sauna. Das ist schon, oder? Ja, ja, klar. Also wie gesagt, abends sein Weinchen als Sundowner zu nutzen oder den richtigen Sundowner genießen, wenn man hier in der Liege sich niederlässt, das hat schon was. So, sich mal schön zu entspannen. Das Besondere ist, was sind das für Stühle? Die sind auch aus, also die gibt es auf jeden Fall bei uns und gibt es in zwei verschiedenen Holzarten. Warte, das muss ich einmal filmen. Du weißt einmal nicht, wie sie heißen. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie sie heißen, aber sie sind toll, sie funktionieren. Du hast es geil überspielt. Ja. Die gibt es auch bei uns. Ja, genau. Es gibt es auch zwei Holzarten, also es sind europäische Hölzer, es ist kein Teakholz. Ich habe ja, komm, du weißt den Namen nicht. Hartholz, ja. In der Hoffnung. Ist oft so, wenn man nicht dran denkt, dann kommt man drauf. So. Die heißen kleine Auszeit, genau, kleine Auszeit. Heißt sicher? Die. Nee. So, da vorne ist das Boot. Ja, komm, wir setzen uns mal kurz hin. Du gehst auch mal hin und dann zeigen wir mal den Leuten. Ah, jawohl, lieber Thorsten. Komm, wir machen Schluss für heute. Ja. Und hier stelle ich mir jetzt mal gerade vor, hier wäre denn unser Rosé, der da ist. Also wenn ich jetzt Interesse habe, die Ausstellung mal zu besuchen, das geht. Am besten zu dir kommen, die Holzendorfer Straße nach St. Louis oder anrufen oder E-Mail schreiben, Termin vereinbaren. Dann kann man einen Besichtigungstermin machen, kann sogar seinen Garten, Landschaftsgärtner mitbringen, seiner Wahl. Das geht? Ja, das ist möglich, klar, weil wenn man bei den größeren Projekten anfängt, ob Swimspa oder Whirlpool oder Außenküche, dann ist ja erstmal, wo ist die Positionierung, was brauchen wir an Zuleitungen und so weiter, dass man darüber spricht, dass in der Grundplanung nicht gerade irgendwie ein Fehler eingebaut wird. Stehen wir sehr gerne zur Verfügung. Anrufen, anmailen. Wir sind gerne dann zu einem Termin hier bereit. Ja, Aquasasalui, www.aqua-saar.de. Und wir drehen heute am 10. Juni 2021. Und wenn mich irgendeiner fragt, ob ich noch was arbeite, nein, das hier ist natürlich reine Freizeit, das Drehen, richtig? Natürlich, das machen wir alles in der Freizeit, außerhalb unserer Arbeitszeit. So ist das. Aquasaar, Thorsten Volz, stellvertretend für ganz viele Mitarbeiter bei euch. Ich habe viele Leute im Team. Wie viel arbeiten? Knapp 30. 30 Leute, seid auch im Versand, das Ganze kann man bestellen. Also alles das, was ihr gesehen habt, ist online auch erhältlich von ABK, zum Beispiel Cortenstahl. Ja, Cortenstahl. Diese wunderschönen Stühle, die gibt es natürlich auch. Ich weiß immer noch nicht, wie sie heißen. Okay. Und da hinten, ob es die Sauna ist, ob es die Liegen sind, ob es der Whirlpool ist, ob es der Swimspa ist, ob es Technik ist für entsprechenden Wasserfall und. Sehr schön, ja. Vielen Dank fürs Einschalten und Aquasaar St. Louis, ihr toller Partner, unter anderem für Boote von Wabash. Habt ihr es richtig ausgesprochen? Bestimmt. Bestimmt, ja. Tschüss, danke.